Hallo und grüß euch, meine lieben Retro-Freunde. Ich bin euer Daniel und heute wird wieder gezockt. Jawohl, aber vorher möchte ich sagen, danke an meine Community, danke für den großen Support. Ich habe jetzt 1000 Abonnenten. Bitte macht weiter so, abonniert fleißig meinen Kanal, lasst einen Daumen hoch da und lasst den einen oder anderen Kommentar da. Für euch ist nur ein kleiner Klick, für mich ist ein riesen Support. Danke dafür, aber jetzt reisen wir gleich in das Jahr 1990 und zwar zur Nintendo World Championship in Amerika. Wer es nicht wusste, Nintendo hat da ein kleines Event veranstaltet, eigentlich ein sehr, sehr großes sogar, wo sich die besten Nintendo-Spieler für eine Challenge melden konnten. Und die Challenge bestand aus drei Spielen. Und zwar, das erste war Super Mario 50 Münzen sammeln. Die zweite Challenge war Red Racer, eine eigens kreierte Strecke nur für dieses Event zu meistern. Und das dritte Spiel war Tetris. Das Ganze hat so funktioniert, es hat ein Modul gegeben, wo man die Zeit einstellen konnte. Ich glaube, die Finalisten waren bei 6 Minuten 20, haben knapp Zeit gehabt für diese drei Spiele. Und man musste diese drei Spiele hintereinander spielen und nach die 6 Minuten 20 oder 21 wurde das Spiel abgebrochen, egal wo man genau gewesen ist. Und dann wurde das Ganze mit Punkten versehen. Und der Beste hat dann gewonnen. Soweit ich weiß, wurden für dieses Event 116 Module gebaut. 90 in Grau und 26 in Gold. Und natürlich, das Goldene wurde an den Sieger verliehen. Jetzt wisst ihr, dass diese Module sehr, sehr selten sind. Und es wurde auch schon ein graues Modul um 20.000 Euro verkauft. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir ein graues Nintendo World Championship 1990 Modul gegönnt. Allerdings eine Reproduktion. Das Originale wäre mir natürlich viel zu teuer. Allerdings eine sehr, sehr gute Reproduktion, die fast genau aussieht wie das Original. Kostet ca. 200 Euro. Nur versenden die leider nicht nach Österreich. Aber dieses Modul um 25 Euro von AliExpress hat es geschafft nach Österreich. Und ja, dieses Modul hat natürlich keine Schalter da für die Zeiten zum Umstellen. Das macht man in dem Fall alles mit dem Controller. Wie das Ganze jetzt dann aussieht, das schauen wir uns gleich an. Ich bin gespannt, wie es mir bei der World Championship 1990 geht. Und wie gesagt, lassen wir die Spiele beginnen. So, da sieht man schon, man braucht zwei Controller zum Starten. Und als nächstes hat man die Switches zum Auswählen, was man beim Modul sonst einstellt. Das ist für die Zeit, was man verbrauchen darf. So, da starten wir gleich. Als erstes ist zum Schaffen 50 Münzen zu sammeln, egal wie mit Super Mario. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Wie es mir da geht dabei. So, ich war gar nicht mal so schlecht. Wow. Jawoll. Bisschen träge ist das Ganze, weil ich spiele ja auf dem richtigen originalen Nintendo und nicht auf irgendeinem Emulator oder was. Was zum Dummstellen ein bisschen schwieriger macht. Oh! Ah, so will ich das nicht. Okay. Schauen wir, ich glaube, so viel hat es noch nicht Zeit gekostet, aber Zeit ist natürlich wertvolle Punkte. Können wir hinlaufen? Gut. Wow. Das mache ich deswegen mit dem Stern, dass ich schneller meine 50 Punkte erreiche. Wow. Gas gewusst. Na, das hat viel zu viel Zeit gekostet. Na, 47. 49, 50, sag Gott! Ah, das bin ich nervös.
Das geht sicher irgendwie schneller. Ich weiß nur gerade keine Lösung. So. Red Racer. Das ist auch extrem lässig, weil dieser eigene Kurs gemacht worden ist, nur für die Nintendo World Championship. Also gibt es sonst zwei Jahre nicht. Aber die Konzepte, wir stören die Linien. Liegt wahrscheinlich an der guten Qualität des Reproduktionsmoduls. Aber im Original konnte ich mir und wollte ich mir nicht leisten. Oh, das Beste daraus. Es geht ja mal um das, wie weit schaff's. Wie geht's mir dabei? Wow. So, wenn ich einen groben Sturz mache, dann ist es glaube ich möglich. Nein! Das war's schon! Und das kostet so viel Zeit. Das ist schon für die ersten Kurven. Na super. Das kann nur heiter werden. Ja, mich irritiert ein bisschen. Vielleicht hätte ich es vorher mal üben sollen. Nein, gar nicht so schlecht. Nein, schauen wir mal, was wir machen. Jetzt haben wir die zweite Aussicht. Aber jetzt klang es mir, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, falls jemand das schon mal probiert hat, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gegangen ist dabei und vielleicht auch die Punkte zum Schluss. Das darf mich interessieren. Ich möchte mich wissen, wie du dabei bin. So, 255, jetzt gebe ich aber Kombi. Wow, das verdammte Auto. So, na, jetzt verwechselt er wieder die Spur. Sprechen. Der Daumen schon weh. Jetzt wechselt er wieder die Spur. Ich werde wahnsinnig. Und dann flackert das so und die deppern Linien. Also da sind schon mehr. Oh, die stört mich halt. Oh, okay. Und jetzt sind wir gleich durch, Und jetzt sind die Strecken. Die Bahn wechselt, die Spur. Ach, wo schafft's ja Gott. Oh, meine Fälle. So, und jetzt. Die letzte Minuten, Sekunden, keine Ahnung wie lange ich es nur habe, wird jetzt Tetris gespielt und damit noch die Punkte gerechnet. So, und los geht's. Also, wie sind wir eigentlich schneller vorkommen auf mir? Mann, mir tut jetzt total schon so weh. Also, puh. Boah. Bitte denkt euch jetzt nichts wie stümperhaft, dass ich das gerade mache. Wahnsinn! Das ärgert mich gerade selber voll. Zack! Ah, ich kann nicht einfach rumdrücken, wirklich so nicht. Ah, das weiß ich gar nicht. Ha, verdammt auch noch, sag Gott! Jetzt machen wir mal ein wenig länger. Wieso geht's nicht runter? Wow. Ich gebe jetzt einmal die Qualität des Moduls schuld. Zack, ah, okay. Bah, da war natürlich schon interessant, noch ein bisschen die Zeiten wissen, wie lange das man noch hat. Weil, ob ich jetzt mehr Linien abbauen sollte dabei oder ob ich ein bisschen aufbauen sollte und dann. Ja, ich hoffe, dass ich einfach mehrere zusammenbringe. Ob ich auch einen Punkt kriege, natürlich auch nicht. Auf einmal, weil ich mich aber los, ich weiß es nicht, was gescheit ist. Ich kann es nicht sagen. Ich spüre es halt, wie man jetzt gerade denkt. Zack. So.
Mann, wie liege ich denn in der Zeit? Ich weiß nicht. 14 Linien habe ich schon mal, das ist schon mal. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da müssen wir ja noch schauen. Wow, das ist vorbei. Zeit um. Okay, und wie viel habe ich jetzt? Okay, ich weiß es nicht, ob das gut ist oder nicht. Aber ich nehme an, fürs erste Mal ist es in Ordnung. Sag ich, behaupte ich mal. Gut, dann möchte ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat auf jeden Fall die Challenge mal Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also du hast hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin euer Daniel und heute wird wieder gezockt. Danke für dich, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich probiere es nur. So. So, jetzt habe ich Feuer gefangen. Ich möchte es nur mal probieren. Jetzt sind wir gespannt, wie es mir jetzt geht, ob ich jetzt mehr Punkte zusammenbringe. Komm, Mario. 50. Nimm zusammen. Ah, was ist denn jetzt? Warum so langsam? Ah, jawohl! Obi! Jetzt ist sie nicht gleich ruhig gerutscht da. So, das kostet natürlich viel Zeit. Au, das war nicht so schlecht jetzt. Einflippen, sehr bald. Kommen Sie die Mütze um, bitte. Passt. Das kostet gar nicht so viel Zeit mehr. Das ist eine sehr gute Lösung. Dann müsste ich es jetzt schaffen. Ja, man ändert die Strategie, sehr gut. Perfekt! Jetzt haben wir schon die 50, dann brauche ich die 4 gelaufen. Ja, ich glaube von der Zeit her war es jetzt nicht so schlecht. Und vielleicht ist der Röhrium-Spur schneller gegangen, aber. So, Red Racer. Vielleicht schaffe ich es jetzt, dass ich die Pannung vollbaue, ne? Dann passt es auch schon mal gut. Merkt ihr gleich mal die Kurven? Haha! So! Ja, das mit den Linien, die Striche da drin, das stört mich gescheit. Bah! Dann nehmen wir mal ein bisschen runter vom Gas. Dafür kann ich umbauen. Oh, jetzt war er der Wucht, das ist eh so schlecht. Aber der Autofahrer ist so aggressiv. Nicht so, dass sie driften da. Sehr cool. Der Reis ist nicht so schlecht, nicht so schlecht. Jo, war wenn ich da noch ein paar Tetris geklickt habe mit den Steinen? Nur lange. So lange ich gerade. So ein bisschen Zeitkust, aber besser als wir einen Unfall machen und durch die Gegend fliegen. Das haben wir jetzt erst gesehen. Kostet viel Zeit, sonst genug habe ich. Bis lange. 200 Chancen, gleich direkt zu langsam.
dass sie so schlecht ist. Gut. Boah, na! Na! Zum Schluss, Zubinu! Na! Damn! Na! Nihilisten! Boah, Metadon! Ma! Das ärgert mich jetzt! Jetzt hätte ich glaubt, ich habe so einen guten Lauf! Jetzt hat man Mario schon relativ gut gewinnen. Ach, okay. Das ärgert mich. So, das wäre ein wenig, glaube ich, nur groß. So, geschafft. Na, jetzt bin ich gespannt. Great Racing, sehr gut, freut mich. Tetris, komm. Glaube ich, Blöcke wünsche ich mir. Die mag ich wieder nicht so gern, weil was machst du mit dem? Ah, das nenne ich schon mal, das kostet Zeit. Wieso geht das nicht um? Das hat kurz gestockt. Aha. Was? So bleibt er da stehen von mir. Ich drücke ihn runter. Okay, da brauchen wir einen langen, da brauchen wir zwei lange. Gehen die lange hier. Und das bevor erst die Zeit abläuft, das war natürlich super. Unbedingt brauche ich jetzt einen langen. Der war da ein Becher dabei jetzt. Ah, jetzt kommt er. Sehr cool. Sehr cool. Du hast schon, es sind lauter einzelne, aber. Jetzt habe ich glaube ich 15 Linien noch, gell? Wieso? Bleibt du wieder hängen? Was ist da mit dem? Aber ein bisschen schauen, dass wir noch hin. Sehr gut. Nein, Mann! Ich weiß nicht, irgendwie. Na, das gibt's ja nicht. Boah, mir schreckt das mal die Zeit, also bin ich gespannt. 135.450. Ja, ich habe mich gesteigert. Sehr cool. Na, also Leute, die Challenge, dass ich sie selber schon nach oben steigern kann, ist natürlich super, das darf man. So, jetzt ist es wirklich vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du hast. Hallo und grüß dich bei mir im Studio. Ich bin euer Daniel und heute wird wieder gezockt. Danke für dich. Bis zum nächsten Mal.